So gibt es hier noch Sachen zu tun. Und die können wir reden. Hast du die Süßigkeiten hier schon probiert? Ich weiß nicht, was sie molekular gesehen sind, aber ich sage dir, süßere Süßigkeiten gibt es nicht. Das steht fest. Okay. Dann müssen wir mal die Süßigkeiten suchen. Da gibt es bestimmt noch Stände. Was haben wir hier? Oha. Schießstand oder so. Zielscheiben schießen. Zielscheiben treffen. Dürfte nicht zu schwer werden. Schon sind wir bei Silber. Na komm. Gott, Gott, hier. Easy. Zur letzten Sekunde. Und da kriegen wir einen Küberstein. Nicht schlecht. Dieser eigenartige Einsiedler verdirbt mir die Partylaune. Zottelt mit seiner Maske in der Gegend rum und sagt dauernd, Ochi, hat der Heuschnupfen oder wie? Ich weiß nicht. Ich muss mal zu den Imbissständen. Wir wollen jetzt schon die Süßigkeiten empfohlen. Da muss ich die auch finden. Hier rennen die seltsamsten Typen herum, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon Krieger der Ewoks und Duloks gesehen. Alter. Keine Petikone Gasse. Brauchen wir mal. Der summt zumindest die Star Wars, die Darth Vader Musik. Kaipetikone Gassan Mionas Nono Anno. Der Drachenflugwettbewerb ist jedes Jahr das Highlight für die Kinder, aber hier heuer scheint es mehr Wut an für uns Tränen zu geben als sonst. Ich frage mich, was mit ihm los ist. Aha. Ein Gerücht freigeschaltet. Können wir ihn mal fernsteuern? Nervt ihn das doch. Er wird mit ferngesteuert. Okay, jetzt können wir den mal spielen. Zu weit weg. Einen Süßigkeitenstand kann ich da nicht finden. Was sehr schade ist. Nochmal reden. Alle meine Freunde konzentrieren sich so sehr auf diesen Drachenwettbewerb, da sie nicht mit mir abhängen wollen, weil ich es nicht so drauf habe. Ich möchte nur meine Freunde zurück. Ich weiß was, wenn du den Drachenflugkurs durchläufst, kann ich allen erzählen, dass du ein cooler neuer Drachen bist und ich dich die ganze Zeit gesteuert habe. Klappt ganz bestimmt. Warum nicht?
Süßmeer, danke, achte nur darauf, dass du durch alle Ringe gleitest. Geh jetzt irgendwo hoch hinauf und fang an zu gleiten, wenn du bereit bist. Auftrag angenommen. Okay. Ja, den Auftrag möchte markieren. C3PO geht mal ein bisschen. Der macht mal einen auf Flugdauer. Auf geht's. Oh, war ja. Das läuft hier großartig. Ich meine, wir könnten einen Flug. Ah, ich weiß, wer das kann. Ich kenne ja jemanden. Müssen wir eventuell neu starten, aber. Konnte Ray nicht. Hatte die nicht die Fähigkeit als Schrottsammlerin. Könnte die nicht einen. Flugdrachen erstellen? Ich würde mir ja gerne die Höhle mit der stillen Disco ansehen, aber ich habe gehört, sie haben technische Probleme. Ich gehe dann nur hin, wenn... Okay, die Höhle der stillen Disco. Und wo? Vielleicht tun wir irgendwo so ein Flug daran links. Oh, erstmal Flug da. Hm. Lass uns die Deck. Warum hängst du mit dem schwachen Drachen herum? Wir waren früher beste Freunde, aber jetzt nicht mehr. Freundschaften sind über. In der Überlegenheit des Drachenflings untergeordnet. Ah, okay. Wo kriegen wir Drachen her? Ich alle Ringe gelten. Okay. Wo kriegen wir so einen Flugdrachen her? Ich hab doch keinen Flugdrachen. Könnte man eigentlich so ein. Vielleicht noch eine Fähigkeit. Das Laserschwert. Gut, dann lassen wir das erstmal, ich meine, sofern wir keinen Drachen kriegen. Das ist Fliegen jetzt eher unmöglich. Dann wir können das Ding hier nehmen. Ich kann euch überall hinbringen. Ach, das ist das Taxi. Dann wär's schon nicht. Dinger können nicht fliegen, oder? Oh, mir
ist so nackt am Hals. Alle anderen Fremden haben diese schicken Halsketten. Wo kriegt man die her? Tja, das war umsonst. Fragen wir die Einheimischen. Das habe ich zwar schon gemacht, aber okay. Von zwei haben wir schon eine Quest gekriegt. Dann machen wir hiermit weiter. Die fliegen jetzt, wenn wir starten. Podemon Schwarz 1. Okay. Nambigima. Ihr Name ist Nambigima. Das ist ein schöner Name. Ich bin Ray. Du kannst dich nicht verstecken, Ray. Was? Gefällt dir die Maske nicht? Ich werde dich finden. Und dann bekehre ich dich zu dunklen Seite. Das T-Shirt halt an. Wir werden sehen. Meine Ritter und ich gehen auf die Jagd nach der Schrottsammlerin. Wir müssen weg. Zurück zum Falken. Sofort. Leia hat mir eine Nachricht geschickt. General Calrissian, wir suchen nach Exegol. Luke und ich verfolgten einen alten Jedi-Jäger, Ochi von Bestun. Er hatte einen Hinweis bei sich, der zu einem der Wegfinder führen könnte. Es wurden nur zwei davon gefertigt. Wir folgten seinem Schiff durch die halbe Galaxis. Es war verlassen. Hinter der Schlingerschlucht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Haben die Verdächtigen gesichtet? Los! Da! Die Speeder! Okay. Wir müssen war es nicht ein bisschen anders? Auf die Speeder schießen! Alles klar! Doch nicht, Minikit. Die fliegen jetzt! Was ist los? Die fliegen jetzt! Die fliegen jetzt. Nett, Minikit. Wer damit? Volltreffer! Noch eins wieder! Oha! Hey, go. Da kommen wir dir auf den Speedern. Müsst du auch mal hinkriegen. Dritte Minikit und die Herausforderung. Ganz ruhig, 3PO. Ich bring uns hier raus. Dieser Satz klingt für mich nicht so beruhigend, wie ihr denkt. Minikits. Wir müssen die Speeder abschießen. Wir müssen Minikit kriegen. 4 von 5. Was für ein Schuss! 1 von 6, 2 von 6. Pass auf, wir haben Blaustein. Der 5. Minikit wird wohl nichts mehr. Ochis Schiff! Das habe ich schon mal gesehen. Haltet euch an irgendwas fest! Wird das denn nie ein Ende haben? Wo sind die anderen? Suchen wir sie. Oha. Die fliegen jetzt haben abgestoßen. War Jedi nur fast, wenn Kettenblätter fliegen. Oha. Fast das ganze Schiff. Nanukar ist ja ein Alt und mit Umhang. Sie müssen irgendwo in diesen Tunneln sein. Wir werden sie finden. Ganz sicher. Finn! Gefunden. Nach mir haben sie nicht gerufen, aber es geht mir gut.
Ho, kannst du mir helfen, darüber zu kommen? Ah ja, war klar, dass Polizei wieder nur Hilfe ist. Erst so heranziehen könnt mich. So, als hätte sich der Boden eben nicht bewegt. Er hat sich bewegt. Klappe, 3PO. Okay, wie geht's jetzt lang? Ah, an der Wand lang. Du scheinst dich hier ja bestens auszukennen. Brauchen wir ihn für? Müsste er da jetzt hochkommen? Ray kommt da hoch, aber kommt da auch jetzt. Dein Bruder will so. Ja, okay. Er kommt da hoch. Ich will nicht wissen, was diese Tunnel gegraben hat. Nach dem Durchmesser der Tunnel zu urteilen, gibt es zahlreiche. Ich sagte, ich will es nicht wissen. Nein. Okay. Knochen. Ich mag keine Knochen. Knochen? Skelett. Ich dachte, wir wären erledigt. Sind wir vielleicht auch? Wo geht's raus? Da lang. Beeilen wir uns. Ein Speeder? Wir sind wohl nicht die Ersten hier unten. Du sagst es, Tree. Unter den sinkenden Feldern. Furchtbare Dinge wurden damit begangen. Da steht was drauf. Oh, ich weiß ganz genau, wo dieser Wegfinder ist. Leider bin ich maschinell nicht in der Lage, Übersetzungen aus dem Sith auszusprechen. Schlange! Schlange! Der hat ein Pflaster drauf geklebt. Energie von mir zu ihm. Wir müssen einen Zahn zulegen. Jemanden finden, der diesen Dolch übersetzen kann. Dieser Machtübertragungsblödsinn. Diesen Teil 9 auf eingebracht haben. Ich schlage vor, wir kehren sofort zum Millennium-Falken zurück. Die werden beim Falken auf uns warten. Ich weiß was Besseres. Wir können unmöglich mit dieser Schrottmühle fliegen. Wir haben. Ich sage dir, was ich auch dem letzten Typen gesagt habe. Ich gehe nicht mit Fremden in eine Höhle, nur weil dort angeblich ein total cooler Rave steigt. Meine Liebe zu lauter Musik und wilden Partys hat mich schon in mehr als eine Falle geführt. Das passiert mir nicht nochmal. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn dieser Rave? Ich will da hin. In die Rave-Höhle. Ist die dort? Nein. Sinksumpfe. Aber schön animiert die Sumpfe hier. Okay. Man kann da also theoretisch. Ah ja, wahrscheinlich mit Kisten hier lang. Schieben lassen, aber erstmal. In einer dieser Höhlen müsste es doch vielleicht sein.
Nö. Nö. Es wurde mir schon so oft gesagt, dass hier irgendwo ein Wave stattfindet. Jetzt will ich aber einen Wave sehen. Kommen wir wieder hier raus. Vielleicht da oben. Da oben hinten. Dafür muss das Spiel mal loben, wie sie hier den. Bah! Das, wie sie den Schleim hier animiert haben. Geh mal dahinter. Das wurden wir jetzt schon zwei oder dreimal angepriesen. Ich will jetzt in die Partyhöhle rein. Aha. Way. Etwas sagt mir, ich soll das benutzen. Hier waren wir doch schon. Verdammt. Das ist nicht die Hülle, die wir suchen. Noch weitere Hinweise auf die Hülle. Jetzt bin ich scharf drauf. Muss doch irgendwo Werbung für diese Hülle sein. Alter Schwede. Ich habe heute auch irgendwie Froschen Hals. Okay. Ja, ich habe verlernt, wie man diese Dinger macht. Nee, Leute, ich suche jetzt diese besagte Höhle. Wo auch immer die ist. Da leuchtet was. Das will ich nicht erst im freien Spiel finden können. Und wenn wir da jetzt unnütze Zeit verschwenden. Mir wurde ein Wave versprochen. Illegal dann noch dazu, wie es ausschaut. Zum Pirin wird das nicht gut finden. Ach, verdammt nicht. Ich bin hier wieder runtergefallen. Gehen wir hier irgendwo raus. Ach du Scheiße. War das die Macht? Das ist bestimmt nicht. Und verlieren hier Steine. Das finde ich aber gar nicht gut.
Okay, wieder hier. Wenn wir ihm die Steine geben, nimmt er uns vielleicht nicht auseinander, weil wir sein Schiff nicht... Ich sage dir, was ich auch dem letzten Typen gesagt habe. Ich gehe nicht mit Fremden in eine Höhle, nur weil dort angeblich ein total cooler... Meine Liebe zu lauter Musik... Ja, aber wo ist denn die? Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Keine App, kein Fahrer, kein Problem. Meine Fresse. Das gefällt mir aber gerade gar nicht. Ich muss mal hier hoch. Hier gibt es einen blauen Stein. Talfahrt. Tja. Hey, Moment mal. Du bist einer von den Ganoven, die meine Elektrosiebe zerstört haben. Ja, bist vor der ersten Ordnung auf einem Skimmer geflohen und hast meine Farm zerstört. Du bist hier, um das wieder gut zu machen? Das respektiere ich. Fang damit an, Teile für meine Rapper. Bereite dich besser auf den Nicht so wirklich. Verdammt. Okay, da können wir nicht hoch. Und dort lang. Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein. Sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Gut, sagen wir nichts. Tja. Irgendeine Höhle. Welche Höhle waren wir denn noch nicht drin? Ich versuche nochmal hier hinlang zu kommen. Da ist noch ein Minikit. Das hier sieht vielversprechend aus. Nein! Zu blöd zum Springen. Man kommt irgendwie immer an derselben Stelle raus, oder? Der Ausgang führt hier lang. Was gut zu wissen, dass wir hier scheinbar bei uns hier nicht zu beeilen. Wir haben eine Zeit der Welt. Wir werden ja nicht verfolgt. Wo können wir ganz in Ruhe unten und unten zuschauen? Das wird so nix. So wird's vielleicht was. Ich bräuchte mal einen Gleiter für.
Wenn ich mich nur dran erinnern könnte, wie das hätte gesagt mit E, aber. Das ist das Laserschwert.